Hier sieht man das zweite Tier. Ja, sieht man relativ chillig, ne? Kann man jetzt hier so gut an die Kante ransetzen oder so. Dann kommen sie mit ihren Füßen und laufen bestmöglich auch nach vorne. Muss ich da mal so ein bisschen, ne, doch andere Seite. Okay, ich packe mal das Papier rein und schubse sie etwas an. So. Und schwupp, ist sie auch schon angekommen. Also wirklich sehr, sehr pflegeleichte Tiere. So, Lille, auf diesem Chaostisch hier müssen wir jetzt ein bisschen Reine schaffen und ich fange an, die Slings hier umzusetzen. Das heißt, dreimal Lasodorides polycospolatus, zweimal die Perinohilus murinus, Mikumi, also DCF, die dunkle Farbe, oder DCF steht für Dark Color Form, und Nandochromatos. Ja, und hier ist der echte Werkzeugspezialist, der bleibt allerdings auf dem Tisch. So, das sind die Namensschildchen für die Lasodorides polycospolatus. Und das hier ist ein Zander, ein heimischer Fisch quasi. Ich empfehle immer, die Namensschilder an die Dosen zu packen. Weil, wenn ihr das auf dem Deckel habt und die Dosen mal hier so die Deckel runternehmt und die irgendwo hinlegt, dann kann es sein, dass ihr nicht mehr wisst, wo was drin sitzt. Und da die Spinne immer in der Dose bleibt, ja, kann da nichts schief gehen. Und ihr habt immer die richtige Bezeichnung. Deswegen meine Empfehlung, Aufkleber immer an die Dose, nicht auf den Deckel. Meine Güte, die sind so klein. Oh, dieses Fisselkram. Nein, nein, nein. Ja, ich bleibe bei der Heimchendose. Ich mache es ja aus dem folgenden Grund, allerdings sehr spartanisch. Und mal gucken, was aus diesem kleinen Zwerg hier mal wird, der jetzt flüchtet. Ihr seid noch mal irgendwie, boah, ist das klein. Aber ja, wie gesagt, also normalerweise ein Großteil der Bevölkerung mit Spinnen würde jetzt hergehen und würde sagen, hier, pass mal auf, dieses Tier packen wir mal richtig schön hier in diese Dose rein. Dann kommen da irgendwie Mikros mit rein oder so und dann ein, zweimal häuten und dann in die Dose. Aber ich werde es so machen. Ich werde wenig Erde nehmen und mal gucken. So, schaut mal, wie wenig Erde ich hier habe. Und ich habe das richtig angedrückt. Also ganz dünn Erde. Es ist mindestens genauso viel, wie jetzt in der Fotodose wäre. Ganz dünn Erde. Und ich werde nicht ein Stück Kork nehmen, weil ich habe euch, glaube ich, schon mal in einem Video gezeigt, wenn hier diese kleinen Ritzen sind, wie ihr sie hier seht, und die kleinen Spalten, die kleinen Löcher, da huscht dieses Tier rein und man findet die nicht wieder. Ne? Also ich habe mich auch schon kaputt gesucht. Ich habe mir richtig einen Wolf gesucht bei so einer Aktion. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich benutze hierfür einfach, voilà, ein Stück Blatt. Dieses Stück Blatt, da kann sie drunter sitzen. Ich werde sie immer irgendwo sehen. Und ich hoffe, es bleibt auch bei der Aussage. Und ihr werdet sehen, dass das gut klappt. Zu guter Letzt werde ich jetzt das Ganze hier noch ein Viertel anfeuchten. So, ich habe immer noch diese scheiß Schmerzen in den Händen. Es ist übrigens kein Karpaltunnelsyndrom, wie ich schon auch Zusendungen bekommen habe, dass von Menschen, die da ähnlich betroffen waren. Ist was Größeres, Unangenehmes, richtig scheiße. Aber jetzt geht's hier gerade. Also, wie ich immer gesagt habe, ein Viertel großzügig anfeuchten. Feuchtigkeit ist bis hier unten drin und dann passt das soweit. So, und jetzt kommt der erste Sling hier rein. Ist auch direkt hier runtergekrochen. Ich nehme es jetzt noch mal kurz hoch. Da sitzt sie, der kleine Zwerg, und schwupps, Deckel drauf. Erstes Tier ist verpackt. So, hier Nummer 2. Schon eine Ecke größer auf jeden Fall. Und hier drunter schon entwichen, oder? Ne, da ist er. Zack, Nummer 3. Also zwei relativ kleine Tiere, ein etwas größeres Tier. Es hat sich mehr durchgesetzt, mehr Futter bekommen oder Fragezeichen. Selbiges Spiel habe ich jetzt für die Perinohilus murinus gemacht. Auch nur mit einem Blatt. Ich weiß allerdings nicht so richtig, welche Größe mich erwartet, was da dran stand. Deswegen werde ich da jetzt mal ein Tierchen rausholen und dann schauen wir mal weiter. Okay, ist auf jeden Fall größer. Was mache ich jetzt? Ich werde die trotzdem jetzt einfach hier reinsetzen und dann bekommen die
wenn die jetzt erstmal angekommen sind, ich bin mir noch nicht so sicher, ob die dann in die Actionbox gehen, in die kleine. Ich kann es vom Körper her noch nicht einschätzen. Die Actionboxen sind mit 5 mm gelocht, Lötkolben. Werde ich künftig auch ein Video dazu machen, weil ich immer wieder gefragt werde, ey, mit was machst du jenes, mit was machst du das? Und es gibt da so einige Werkzeuge, die ich euch dann mal zeige und was ich damit mache. Vielleicht hilft es dem einen der anderen. Aber wie gesagt, jetzt sind wir erstmal hier bei der Perinorilus und da es kleine Raketen sind, werde ich jetzt mal erstmal den Deckel halb drauf machen und mir eine Pinzette ordern. So, da sieht man sie noch mal ein Stück weit besser jetzt. Ich bin mal gespannt und werde wahrscheinlich jetzt auch einfach den Deckel drauf machen und gucken. Das passt soweit erstmal. Ich hätte sie jetzt allerdings. Nee, das passt. Das passt. Die kann ja tatsächlich noch mal gut drin sein. Weiß ich immer wenigstens, wo sie ist. Und die kleinste Actiondose, die ich jetzt habe, das wäre mir auch schon noch etwas zu groß. Aber nichtsdestotrotz holen wir jetzt erstmal die andere vor. So, sie sitzt jetzt hier drunter. Also ich war jetzt etwas ungeduldig, habe sie doch rausgeschubst und ich habe jetzt die Stelle auch hier angefeuchtet. Und sie sitzt jetzt da drunter und passt für mich. Ja, hier ist übrigens nicht der Werkzeugspezialist, sondern der Werkzeugfan, ne? Hashtag echter Werkzeug. Für die, die es interessiert. So, kommen wir zur zweiten. Bei so Flitzern komme ich auch nicht her und fummel das jetzt so hier auf. Also eben habe ich das gemacht, aber im Grunde genommen nehme ich die hier quasi damit raus. Hier oben halte ich zu, dann kann die nicht entweichen. Entwischen, mehr gesagt, und packt das so hier rein. Die Dose ist dann leer. Also wenn man weiß, wie sie gepackt sind, die Dose ist dann leer. Oh, ich habe voll dreckige Pfoten wegen der Erde die ganze Zeit. Und dann ist die hier drin, ne? Und dann mache ich jetzt den Deckel hier so drauf, lege den so drauf und nehme jetzt die Pinzette und fummel das mal auseinander. Verrückt, dieses Tier ist noch größer als das andere. Aber gut, also die bleiben jetzt nach Haut hier drin fertig und das passt denn. Und dann haben wir jetzt hier einmal Perinochilus murinus mit dem Zusatz Mikomi. Zweimal. Ja, das nächste Mal, die nächsten beiden, die werden jetzt wieder einfacher. Das sind nicht solche Flitzer. Jetzt sind wir bei den Nandocomatus angekommen. Hier habe ich mehr Erde auf jeden Fall schon mal genommen. Und habe die auch nicht so angedrückt, wie jetzt bei den ganz kleinen Pulicus platus am Anfang. Habe hier auch Laub reingegeben. Im Endeffekt ersetzt doch relativ gut ein kleines Korkstück. Bin ich sehr zufrieden mit. Passt. Ne? Jetzt können sie drunter gehen und dann ist dann auch gut. Jetzt packt man die beiden da mal rein. Hier haben wir Nummer 1. Ja. Schon schön Farbe. Das Tier. Heller Carapax. Richtig, richtig schön. Kommt natürlich die richtige Farbe, die kommt natürlich noch, aber so die nächsten 2, 3 Häutungen passiert da noch richtig was. Sehr, sehr hübsch, muss man sagen. Ja, gefällt mir gut. Hier sieht man das zweite Tier. Ja, sieht man relativ chillig, ne? Kann man jetzt hier so gut an die Kante ransetzen oder so. Dann kommen sie mit ihren Füßen und laufen bestmöglich auch nach vorne. Muss ich da mal so ein bisschen, ne, doch andere Seite. Okay, ich packe mal das Papier rein und schubse sie etwas an. So. Und schwupp. Ist auch schon angekommen. Also wirklich sehr, sehr pflegeleichte Tiere. Ja, die hat jetzt irgendwie mal kopfüber hier in dieses Laub rein, aber dafür ist es ja auch gemacht. Von daher ist schon okay. Ja, passt. Das andere Tier sieht es hier wirklich wie in so einer Präsentation. Aber die hier, ja, die steckt da jetzt nicht fest, sondern die kommt da raus, fühlt sich aber gerade sicher, weil sie wahrscheinlich Kontakt um den Körper rum hat. Von daher passt es. Also zweimal Nandocomatus. So, das war's jetzt letztendlich. Jetzt haben wir jetzt zweimal Nandocomatus. Wir haben dreimal Lasodorides polycuspulatus. Wie gesagt, gutes Indiz für Enigma, aber die Tiere sind so klein, die werden niemals Enigma einholen. Das ist unmöglich. Niemand wird Enigma einholen. Niemand kann Enigma besiegen. Und hier dann noch zweimal Perinorilus murinus mikumi. Das war die kleine, ja. Einzugssession, Rehousing quasi und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, bin auf eure Kommentare gespannt. Checkt die Kanalmitgliedschaft hier auf dem Kanal. Zu nur 99 Cent pro Monat könnt ihr euch Tiny
ins Haus holen. Auch hier oben nochmal das Video dazu. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.